Einen wunderschönen guten Tag und hallo, ich begrüße euch alle jetzt hier wieder zur Stadt Jedi Command World War 2, 2, wie auch immer man es jetzt nennen mag. Drücken wir mal auf Laden. Wir müssen unseren Feldzug zu Ende bringen, wobei es eigentlich, einen ganz dicken ich weiß nicht, eingeklammert, wie auch immer, schon fast gewonnen ist. Darum, mein Interesse ist zwar da, aber ich glaube nicht mehr, dass da viel passieren kann, dass wir nicht mehr gewonnen haben. Zumindest den russischen Feldzug. Hier mit England. Ja, das könnte noch interessant werden. Oder halt die Landung zu verhindern, die da mal allgemein irgendwann mal kommt. Also wir stehen vor Stalingrad haben wir erobert. Leningrad, so ein kurzer... sind wir dabei. Moskau sind wir auch dabei, aber auch nicht mal allzu lange hin. Hier Äthiopien haben uns eigentlich wacker gehalten. Wir holen die einzelnen kleinen Kackdinger hier. Indien wird nochmal interessant. Ein bisschen. Ich sag zumindest mal fummelig. Und hier müssen wir auch noch eine Landung erfolgreich durchstarten. Das sollte aber machbar sein. Das sollte machbar sein. So. Wie soll ich ihn jetzt? Ja, gehe ich mal nach da. Mal gucken, was passiert. Das ist jetzt nichts Spannendes. Gehen wir dem einmal auf die Nuss. Okay. Auch nichts da. Spezialeinheit. Frage ist halt, ob da was sitzt. Ja, warte, das müssen wir kurz prüfen. Da sitzt ja nichts. Kann ich also direkt landen. Wenn ich das hier erobert habe, gehört mir das sowieso schon komplett Neuguinea. Dann kriege ich die Dinger da auch. Dann gehst du mal noch da. Du kannst da stehen bleiben. Die Spezialeinheit, die fährt jetzt auch mal straight nach unten. Was können wir denn bei dir nochmal verbessern? Wahrscheinlich nur... Ja, okay, brauchen wir jetzt erstmal nicht. Genau, gehen wir mal aus. Borst eine Runde. Gib's voll nach Gas nach da. Vollgas nach hier. Wir wollten Australien jetzt langsam mal erobern. Wir könnten zwar hier in Indien landen, wäre auch gar nicht verkehrt. Aber ich würde sagen, wir holen uns erstmal Australien, bevor wir uns weiter nach Indien bewegen. Weil wenn wir Australien haben, haben wir auf jeden Fall eins der Ziele erreicht, die wir haben wollen. Vielleicht sogar mal nach Wellington. Das liegt einfach daran, damit die Engländer weniger Punkte bekommen. Natürlich, Indien gibt es auch Punkte, aber jetzt erstmal wurscht. So, das. Okay. Beweg dich mal nach da. So, jetzt müssen wir mal reingucken wegen Nachschub. Er gibt die zwei Wege. Ja, wenn ich den verstärke, passt das da. Okay. So, dich wollt mal als Garnisonseinheit nach hier bringen. Jetzt weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, hier wollten wir das nach oben, nach Russland bringen, ne? Das wollten wir alles nach Russland bringen. So. Du noch da. Noch da. Wenn da Aufstände kommen, ist egal. Wir müssten auf jeden Fall mal gucken, ob... Oder was heißt auf jeden Fall... Ach, die brauche ich da auch nicht. Das ist... Quatsch. Den bringe ich jetzt dahin. Dann gehst du mal nach da. Nach da. Ich weiß, theoretisch schlimm, wenn der das erobern würde, aber der ist so passiv, die KI. Da glaube ich nicht mehr dran, dass da groß was passiert. Da brauche ich nichts tun, da brauche ich nichts tun. Du bleibst mal schön da. Wir müssten theoretisch hier...
Ach nee, wir wollten nach da unten, genau. Na gut, da können wir die Armee da schon mal hinbringen. Dann bringen wir mal die und die mal nach da unten. Okay. Dich müsste ich noch unterstellen. Automatisch, genau. Freistellen, 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 unterstellen. Du müsstest dafür nach da. Unterstellen. Ja, der Panzer, der könnte tricky werden. Der könnte tricky werden. Ich müsste am besten hier absetzen direkt. Und dafür brauchen wir auch erstmal noch da oben noch weitere Truppenverbände. Ah, das dauert aber ewig, bevor ich die da habe. Okay, das sind mögliche Partisanen-Spots. Kann ich dann echt nicht verwenden zum Angriff. Nein, das meinte ich nicht. So, ja, genau. Meinetwegen kriegst du da nochmal einen extra Punkt. Dann sind die ein bisschen stärker. So, du gehst jetzt mal nach da. Dann... Ich muss dich als erstes wegräumen, ne? Ach Leute, ich glaube... Der geht auch mal zurück. Der geht auch mal zurück. Du gehst da hinterher. Du bleibst da stehen. Erstmal gucken wir später da weiter. Mehr als diese Truppe brauchen wir sowieso nicht mehr. Und in dem Zusammenhang kann ich auch einfach... den hier wegbringen. So. Ah, genau, die sind eingeschneit. Also funktioniert das... Och nö. Okay. So. Ja, ich kann nicht bomben. Okay. So, dann greifen wir mal den hier an. Schade. Gut, dann greifen wir die nächste Runde da an. Ah, so ein paar Runden, noch 5 Runden, schätze ich. Pi mal Daumen. Dann sollten wir da fertig sein. Das ist nichts mehr Spannendes. Russland könnte mir hier von der Seite noch bekämpfen, aber Russland ist ja auch 46%. Frage ist, ob wir überhaupt da noch tätig werden müssten. Aber das werden wir noch sehen, so. Oh, ich habe mich da hingestellt gehabt. Na gut, dann stellt der Bulgare sich jetzt einfach dauerhaft hin. Ich weiß gar nicht, ob ich hier unten überhaupt großartig noch vorrücken sollte. Wie sinnvoll die Sache ist. Dass ich sage, jo, ich muss da jetzt unbedingt weiter vorankommen und nicht mich jetzt auf die oberen Kampfgebiete jetzt konzentrieren. Weil das hier, das ist nett zu erobern, aber ein Panzer macht zum Beispiel da oben viel, viel mehr aus als hier, ne? Der muss dahin. Theoretisch könnte man auch hier hin, aber... Ach, komm, beweg dich Richtung Schiene. Wenn jetzt mal... Oh. Hier mal bessere Waffen geben.
Du rückst mal mit da weiter hin, aber das ist jetzt eigentlich. Ich überlege halt diesen Panzer. Den könnte ich echt hier besser. Obwohl, ich rücke ja nach hier mit. Ja, okay, dann. Das passt dann. Das passt dann auf jeden Fall, dass wir den dann hier behalten. Du rückst mal mit. Das müsste ich eigentlich öfters checken, ne? Der ist nämlich jetzt außerhalb, okay. 2, 0. Theoretisch hier ist wichtiger. Moskau. Wollen wir kämpfen? Okay, den Kampf können wir auf jeden Fall mal machen. 5 muss auf jeden Fall geheilt werden. Kann eh nicht vorrücken, wirklich, ne? So, du. Das passt. Okay. Gib mal den Angriff da drauf, genau. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt kommen wir einfach da nicht rein. Ich hab da jetzt so lange drum gekämpft und ich komme zum Fick da nicht rein. Das gibt's doch gar nicht. So, jetzt könnte ich... Oh? Tatsächlich, ich bin in Leningrad. Okay. Passt. Also Leningrad ist erobert. Hätte ich jetzt eigentlich gerade nicht mit dieser Runde so gerechnet, weil ich ja gar keinen so krassen Foki drauf gesetzt habe. Das wird auf jeden Fall richtig übel jetzt für den werden. Wenn Moskau weg ist, glaube ich, wie gesagt, dann ist das eh vorbei. So, du kriegst jetzt deine Heilung. Du kriegst eine Heilung. Komm. Einfach nur, mit der weg ist. Ich weiß, das tat weh, aber dadurch habe ich auf jeden Fall bessere Chancen, wieder hier zu landen. So. Du kriegst einen Lebenspunkt. So, Forschung. Oder? Was haben wir noch? Da brauche ich gar nichts mehr schießen, das passt. Russland könnte mir einen Krieg erklären, hilft uns aber nicht weiter. Ja, hier ein bisschen. Da drauf.
Da brauchen wir nichts tun. Ich weiß, dass hier ziemlich viele schlimme Schiffe sind. Ich sag jetzt mal schlimme Finger. Oh. So. Okay, Italien hat keine Punkte mehr. Das passt. Passt, das passt, das passt. Theoretisch könnte ich hier auch noch... Ja, aber... Ach, der hat gar keine Luftabwehr. Okay, ja, gut, dann hat sich das eh erledigt. Stufe 2 U-Boote? Oh. Ja, okay, dann muss ich das mal ausgeben. Das habe ich noch gar nicht mehr so richtig in Erinnerung. Ach, hier habe ich auch noch was. Habe ich auch noch was. Saratov, okay. Marine. So, gehen wir mal auf die Forschung. Forschung, Italiener ist eh für den Arsch. Hier können wir auf jeden Fall was machen. Da können wir nochmal hier in die amphibische Kriegsführung investieren. Das macht auf jeden Fall Sinn. Weil wir ja hier landen müssen. U-Boot-Jagd. Ja, gegen U-Boote müssen wir eigentlich nicht wirklich kämpfen. Weiterentwickelte U-Boote, da sind wir gerade auch voll am reinbuddern. Langstreckenflugzeuge, das machen wir mal. Okay, jetzt habe ich keine Punkte mehr. Jetzt brauchen wir noch mehr Japaner. Da sind wir voll drin. Produktionstechnologien sind ganz nett. Spionage ist ganz nett. Seekriegsführung, das haben wir auch schon. Das haben wir. Langstreckenflieger. Artillerie setzt mich nicht wirklich ein. Luftwaffe, nicht ausreichend Mittel. Ah, ich brauche jetzt gerade beim Japaner nichts kaufen, ich behalte die Punkte. Das glaube ich, das passt auch so. Und dann ist das diesmal eine sehr schnelle Runde. Die sowjetische Moral wird durch die fortandauernden Krieg an der Ostfront gestärkt. Okay, sowjetische Moral leidet durch den Verlust von Leningrad. Deutschland feiert die Eroberung von Leningrad. Ja, das ist ein bisschen runterge... Das ist nicht viel gewesen, aber ein bisschen. Aber definitiv sichtbar. Achse plündert Leningrad, okay. Achsenkräfte behindern Nachschub, ja, das ist klar. Wir blockieren, da hinten, da oben, Alliierten. Naja, bla bla bla. Oh, wir könnten Zerstörer kaufen. Fällt mir gerade ein bei Japan. Weil so viele U-Boote da momentan rumfahren von den von den Amerikanern. USA spricht Kriegserklärung gegen Algerien. Vichy Frankreich beendet alle diplomatischen Beziehungen zu den Alliierten. Das verstehe ich jetzt gerade gar nicht so ganz, warum. Oh, das tat weh. Da habe ich nicht aufgepasst. Ich nehme das jetzt, glaube ich, habe es gerade ein bisschen zu leicht jetzt hingenommen. Oh, wow, 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 wow. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen mehr Mühe geben, oder ich mir. Oh, die Front wird wieder mal doch mal was verstärkt und nicht nur passieren lassen. Also, das ist ja wie... Keine Ahnung. Das Deutsche Reich im Süden fällt darüber her und das interessiert den Russen einfach gar nicht mehr so richtig. Das ist so Fake-Widerstand. Ey, das ist auch geil. Das gibt zwei verschiedene alternative Hauptstädte. Okay.
Ach, ja, glaube ich, hatte ich nicht gesteuert. Nein! Ich hoffe, ich habe es aber einfach beim letzten Mal gesteuert gehabt. Aber Algerien wird interessant, weil ich kann Algerien nicht helfen. Wir sind zwar recht gut in der Armee im Allgemeinen, aber hier habe ich halt nichts, ne? Voll die Veteranen auf Stufe 3. Ja, das war klar. Also mit 3 Punkten hält man nicht viel. Na okay, Algerien ist futsch. Kann ich selbst noch nicht mal mit dem Flieger sichern. Ja. Ich würde gerne mal wissen, ob es noch eine vierte gibt oder noch eine vierte Hauptstadt bzw. dritte alternative Hauptstadt. Gehen wir gleich mal kurz drüber gucken. Alternative Industrie. Mein Gott, sind hier viele blaue Pfeile. Da können wir gleich mal mit dem Torpedo draufballern. Dauert so lange mittlerweile, das ist unglaublich. Ja, das war klar. Das können wir nächste Runde auf jeden Fall mal beenden. Algerien lebt noch? Okay. Ah, okay. Jo, das war klar, das war auch klar. Was mich jetzt aber wundert, ist mit dem Suez, dass da jetzt hier keine Probleme mehr sind unten bei Äthiopien. Diplomatie, Vichy Frankreich. Wo haben wir es? Argentinien ist auf unserer Seite. Oh, das dauert nicht mehr lang, dann ist es komplett bei uns. Ich glaube, das hat allgemein hier ein bisschen das Weltgeschehen geändert, dass die permanent irgendwelche fremden Länder einfallen. Wieso ist das hier nicht mehr blockiert hierdurch? Na gut, egal. Gut, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann. Ciao.